die nächste Zwischensequenz. Der sieht so cool aus, irgendwie. Das hat schon was. Wer ist das? Raiden, what's happening? Your heart rate spike. Yeah, I just dodged a bullet. All right, I'm heading for the refinery. Alles klar. Da ist nichts drin, oder? Nein, das ist wieder nur ein Container, nichts Wichtiges. Okidoki. Oh, da kann ich nicht hoch. Ich dachte, das schafft er. Wow, er hat mich gesehen. Na dann komm. Stylo-Milo-Kill. Ach Quatsch, wir müssen zu der Seite. Ah ne, da haben wir wieder so einen großen. Wo ist er? Boah. Was ist los? Du hast keine Chance, Großer. Null Chancen. Da ist eine Kiste. So, auch mit leiser Musik lässt sich das Ganze trotzdem sehr gut spielen. Die Atmosphäre kommt trotzdem rüber. Umso besser. Da leuchtet was. Huch. Nanopaste ist immer gut. We intercepted call for backup during your last fight. The caller's position is on your Soliton radar. You can engage if you wish. It is your choice. Ja, warte mal. Hier gibt's vielleicht noch ein paar interessante Sachen. Diese mittleren Holochips, ich weiß auch gar nicht, wofür die sind. Hier, das ist immer gut. Raketenwerfer. Hier noch irgendwas. Zum Glück rennt der sehr schnell. Hier ist nämlich nichts. Hä? Wo kommt denn die denn jetzt her? Wie komme ich an die ran? Aha. Schade.
Da kann er einfach durchlaufen. Einen haben wir. Und den zweiten holen wir uns. So. Und auch der Heli ist im Eimer. So, jetzt können wir... Genau, jetzt können wir durch. Wo kam die denn her auf einmal? Right, the cliff is just ahead at the end of the old city. Beyond that is the refinery's backyard. So what? It's a sheer drop? The refinery's not connected to the city at all? No. It was only built 2 years ago. There should be a narrow path around there that leads to the plant. It is protected by a fence, but probably you can cut your way through. Probably. Don't get cocky. Most likely it is Desperado running security down there. Und weiter. Einfach runter. Nee. Ach so, hier geht's lang. Warum auch nicht? Umgebungscheck, alles okay. Hier dürfte man sich ja reinschneiden können, oder? So. Es ist so schön simpel gehalten, aber trotzdem cool irgendwie. Das macht richtig Bock. Aber was ist das? Hallo? Ihr seht ja hässlich aus. Watch out! They keep on coming! Jawohl, den haben wir erledigt. Aha. Ach, diese kleinen Biester. Die sind nur gefährlich, weil es so viele sind. So. Auch erledigt. Gibt's hier noch irgendwas? Glaube ich nicht. Ja, dann. Dolceev and his team must be in here. Find him. Naja, wir sollten uns vielleicht nicht von den Überwachungskameras sehen lassen. Wow, nein! Und ich renne auch noch genau da rein. Was ist? So. Ach nein, hau ab.
Okay. Da ist eine Kamera, da ist eine Kamera. So. Da sind wir aber vorbeigekommen. Ziemlich einfach sogar. Raiden, wait. There are active IR sensors in the area. Part of factory security, no doubt, but the enemy may be using it. Oh Gott, wo kam denn das Ding her? Hau ab. Boah, Nase voll. Manometer. Weiter geht's. Nächste. Hier sind ja wieder irgendwelche Dinger. So, jetzt haben wir da oben, haben wir Wachen. Da haben wir was, da haben wir was. Das sieht schlecht aus. Okay. Toll. Dann gehen wir jetzt einfach hoch, was soll's. Den haben wir auch erwischt. Einer noch. Stirbt? Wer sagt hier stirbt? Boah. Hier unser Raketenwerfer, Onkel. Lässt er den auch fallen, den Raketenwerfer? Nee, aber so einen komischen Holo-Chip. Egal. Ich sammle die Dinger jetzt nicht auf. Okay. Quatsch. Keine Überwachungskameras. Gehen Sie zum Raffinerietor. Gerne. So, da ist ja die Lady. I was wondering when you'd come, Jack the Ripper. No one calls me that anymore. Dolsaev, where is he? I can show you a better time than that, crusty old bear. You're in charge here? I am Mistral. The Cold Wind of France. And you, your reputation precedes you. Liberian, but white as snow. A natural born killer, even as a child. That was a long time ago. I was born in Algeria myself, you know. I'm only half French. And? We had our own civil war in the 90s. So you see, cut from the same cloth, you and I. You don't know me. I lost my whole family, everything. But I butchered those fuckers. My family's killers. That's when I realized
I am a killer too. And a good one at that. I slaughtered dozens in Iraq, in Afghanistan. I'd found my calling. Proud of that, are you? What happened, happened. To be honest, I found it quite dull. My enemies fell like domino, one after another. Not once did I feel threatened. I was adrift, without challenge, without purpose. At times, I even envied my prey. At least they had a cause to die for. And then, I met him. Who? And I knew what I had been missing. His ideals gave my life meaning. Ideals, Jack. What are yours? I protect the weak. Still? So naive. And if I must kill to protect them, then so be it. It seems we have less in common than I thought. I'll take that as a compliment. If you would kill for your ideals, then surely you are ready to die for them. Come, Monga.